Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 237. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich war auf Podcast-Klausur. Es ist noch nicht so lange her, dass ich euch davon erzählt habe. Und das war sehr, sehr gut. Also ich war wirklich zufrieden mit dem, was ich da geschafft habe. Ich habe es hinbekommen, eine Podcast-Episode hier von Jörn Schaas für einen Podcast zu veröffentlichen. Ich habe die Episode 50 von What's in Your Pants geschnitten. Die geht am Dienstag online. Ich habe unseren neuen Omnia-Backofen getestet. Das ist schon mal Content für den Camping-Caravan-Podcast. Habe da auch noch zwei Campingplatz-Bewertungen geschrieben, die auch genau in diese Kerbe schlagen. Das war auch ganz wichtig. Ich habe einen Hai-Film vorbereitet für nach der Sommerpause des Hai-Alarm-Podcasts. Da kann ich also schon mal sagen, im September geht es bei uns mit Megalodon weiter. Ein Film, auf den wir von Hörern hingewiesen worden ist, der ist einfach an uns vorbeigeschwommen. Finde ich sehr, sehr großartig. Und ich habe ein bisschen Template-Schrauberei gemacht. Ich hatte das ja auch in der letzten Folge erwähnt, dass es da so Möglichkeiten gibt, wie Podcast-Episoden im Blog vorgestellt werden oder dargestellt werden vielmehr. Da habe ich mich mit befasst und habe da auch ganz gute Ergebnisse erzielt. Aber das ging alles nicht ganz ohne Verluste aus, denn beim Test von diesem Omnia-Backofen da ist ein Unfall passiert. Ich muss ja was kochen, wenn ich da was machen will. Das heißt also auch was kleinschneiden. Und dummerweise ist mir erst auf dem Campingplatz klar geworden, dass ich unser Küchenmesser vergessen habe. Das ist also noch in der Spülmaschine gewesen, beziehungsweise mutmaßlich nicht mehr in der Spülmaschine, sondern halt irgendwo in der Küche, aber jedenfalls im Haus und nicht im Wohnwagen, wo wir es brauchen. Und habe mir also kurzerhand ein neues Küchenmesser gekauft, so ein kleines Schälmesser einfach nur, weil ich gedacht habe, wir brauchen keine zwei riesengroßen Küchenmesser, und war noch ganz begeistert, wie scharf das ist und wie super es durch das Hähnchenfilet gleitet, das ich für mein Curry brauchte. Und als ich dann noch zwei Knoblauchzehen geschnitten habe, ja, da ist es passiert. Da ist mir dummerweise der Daumen dazwischen geraten und ich habe mir so ein kleines Stück aus dem Daumen rausgeschnitten. Nicht viel, wollen wir ehrlich sein, also das ist noch nicht mal was für einen hohlen Zahn, aber da ist jetzt halt doch ein veritables Loch drin, es hat ordentlich geblutet und ich habe doch einigen Schmerz gehabt, insbesondere bei Berührung oder wenn Seifenwasser reinkam. Ja, so, deswegen konnte ich also, war es eben schwierig abzuwaschen. Und hatte schon so ein bisschen Sorge, dass ich die nächste Runde Knack- und Backbrötchen nicht aufbacken könnte. Aber dann hatte meine Frau die rettende Idee. Wir hatten abends noch darüber gesprochen am Telefon. Sagt sie, hol dir doch einfach Gummihandschuhe aus dem Supermarkt. Und das kam mir ganz zu Pass, denn ich hatte sowieso noch ein paar Pfandflaschen, die ich wegbringen wollte, dänische. Und dann hatte ich gleich zwei Gründe, in den Supermarkt zu fahren. Also war dann ganz gut. Bei der Gelegenheit habe ich gemerkt, es gibt auffällig viel belgisches Bier in dänischen Supermärkten. Ganz interessant, also mindestens zwei Marken, Grimberger und Leffe ist eigentlich Standard und dann sind meistens noch ein paar andere da. Und witzigerweise Leffe Blond, mein belgisches Lieblingsbier, das ist ganz oft ausverkauft. Also siehst immer noch das Preisschild am Regal hängen und da sind dann aber keine Flaschen mehr und die Mitarbeiter wissen dann auch, also können dann auch nur sagen, ja nee, wenn es da nicht steht, dann haben wir es nicht. Das ist sehr interessant. Ja, also wie gesagt, abgesehen von diesen kleinen Ausfällen bin ich doch sehr zufrieden mit dieser Podcast-Klausur, mit diesem Mini-Urlaub. Ich glaube, erstmal hat mir das persönlich ganz gut getan, einfach mal alleine loszufahren. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass man das auch kann, mit sich alleine sein. Ich habe gestern gemerkt, ich habe irgendwie 9 Stunden lang kein einziges Wort gesprochen. Und das war völlig okay für mich. Ich war, wie gesagt, zufrieden mit dem, was am Ende dabei rausgekommen ist, obwohl der zweite Tag war jetzt nicht ganz so produktiv wie der erste. Aber da habe ich immer einen Hai-Film geguckt und diesen Kochtest gemacht mit dem Omnia-Ofen. Also das war jetzt auch nicht schlecht, aber am ersten Tag hatte ich das Gefühl, dass da doch dass da einfach mehr passiert. Das war so mein Gefühl, aber wie gesagt, das ging ja auch
mehr darum, dass ich ein bisschen Zeit für mich habe und mich ein bisschen entspannen kann. Und weniger darum, jetzt irgendwie die To-Do-Liste komplett abzuarbeiten. Das war mir von vornherein klar, dass die zu lang sein würde. Insofern werde ich das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es gibt immer mal irgendwie die Momente, dass ich sage, hey, ich habe jetzt gerade so viel, ich muss mal ein bisschen Pause haben, muss mal ein bisschen weg oder beziehungsweise ich habe jetzt auch gerade hier so viel zu tun, ich muss mir mal so ein bisschen Scheuklappen aufsetzen und einfach mal kurz ein bisschen Abstand gewinnen von allem, damit ich mal in Ruhe ein paar Sachen wegarbeiten kann. Ob das dann wieder in Dänemark ist, also der Platz war tatsächlich sehr gut, auch dafür sehr gut geeignet und ich hatte ja unseren Gigacube mit der dänischen SIM-Karte, das war natürlich dann auch sehr entspannt, denn meine Frau sagte auch, Mensch, dafür, dass du jetzt irgendwie dahin fährst, wo nichts ist, kein See, kein Meer, kein Gornischt, das hättest du auch hier um die Ecke in einem Campingplatz in der Nähe von Husum haben können und das stimmt auch, aber ich brauchte ja auch Internet und mit dem Platz in Dänemark und der SIM-Karte, die wir noch haben aus Dänemark, da konnte ich eben ein bisschen Geld sparen, weil das wären sonst 25 Euro extra gewesen, die ich für den Gigacube halt bezahlt hätte und das wollte ich einfach nicht. Insofern war das ganz gut. Ja. Also mal gucken, ob das nochmal am gleichen Platz stattfindet. Schön war das da, hat mir gefallen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, und dann ist mir was aufgefallen, was ich total geil finde. Ich hatte ja schon mehrfach von meinen ÖPNV-Erlebnissen in Husum erzählt und seitdem wir hier im Pastorat wohnen, bin ich jetzt schon mehrfach mit dem Bus gefahren und habe mich mehrfach darüber geärgert, dass es halt irgendwie komisch ist, wie die Haltestellen heißen, dass die Busse so einen komischen Takt haben. Also ich kann von hier aus eigentlich nur sinnvoll bis zum Hauptbahnhof fahren und da bin ich fast länger unterwegs, als wenn ich zu Fuß gehe. Und das fand ich alles irgendwie merkwürdig und nehme mir schon seitdem wir hier wohnen immer mal vor, in den zuständigen Verkehrsausschuss des Kreises zu gehen, um da mal auf diesen Missstand hinzuweisen, um mal zu gucken, ob man da nicht vielleicht was tun kann. Und was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, die hören meinen Podcast. jedenfalls gibt es nämlich ab dem 1. August einen neuen Stadtbus in Husum, den Husumbus, wo die Taktzeiten verbessert werden sollen, die Haltestellen werden komplett überarbeitet. Also ich habe schon an mehreren Haltestellen Hinweisschilder gesehen, dass die Haltestelle überarbeitet bzw. möglicherweise sogar ganz abgebaut wird und dass man sich doch bitte auf husumbus.de nochmal informieren soll. Und das ist natürlich ein sehr schöner Erfolg für etwas, wo ich eigentlich gar nicht für geworben habe und gearbeitet habe. Ich werde das testen und ich werde davon berichten. Zum Start bin ich leider nicht da. Am 1.8. geht's hier, also wird das Ganze feierlich in Betrieb genommen am zentralen Omnibus-Parkplatz, Omnibus-Bahnhof am ZOP jedenfalls. Da werden morgens um 5.58 Uhr die Busse auf den Platz rollen. Hallo, mein Schatz. Podcastest du? Ich podcast. Mit dir selber? Mit mir selber. Der beste Gesprächspartner. Ist das jetzt dein neues Atmo-Mikro? Das ist jetzt mein neues Atmo-Mikro, ganz genau. Was geht ab? Man kann dich hören. Das macht nichts. Ich muss zu einer Hochzeit. Und ich habe mir dafür extra neue Sneaker gekauft, weil das Brautpaar darum gebeten hat, doch bitte Sneaker zu tragen. Turnschuhe. Ja. Weil die das auch machen. Ja, guck mal. Ich muss hier leider meine Texte ausdrucken, weil der Drucker in meinem Büro nicht geht. Und du ein bisschen spät dran bist. Und erst in einer Stunde diese Trauung ist. Ja. Mach weiter. Naja, gut. Lass dich gar nicht stimmen. Nö, ach, wie von denn deinem auch? Unnützen Zeitkick. Ja. Bitte? Jedenfalls am 1. August, 5.58 Uhr, rollen die Busse auf den Zopp in musikalischer Begleitung des Spielmannszuges von Bredstedt. Und das alleine ist ja schon ein Highlight. Ich wäre so gern da, aber es geht nicht, weil ich ja nach Wacken muss. Du also, Ärmster. Ja. Du hast das nicht leicht. Ich hab das nicht leicht. Fehler beim Drucken. Ich hab das nicht leicht. Was ist mit deinem... Der Drucker ist super. Der ja. ist sogar an. Das ist alles sehr kompliziert in der Casa Schasa. Nee. Ist da auch Papier drin? Ja, sicher. Jetzt geht hier kein Drucker mehr. Hochzeit muss ausfallen. Die Drucker gehen nicht. Oh, come on. Ah, Entschuldigung. Ich bin gar nicht da. Merkst du selber. Ja, der Wacken-Wahnsinn, der geht tatsächlich jetzt am Montag, den 23.
22. sogar schon los mit dem Aufbau der Bühnen. Und wir werden... Was ist denn, mein Schatz? Der sagt, dass der Drucker nicht geht. Hast du den richtigen Drucker ausgewählt? Immer den, der oben in meiner Liste angezeigt wird. Ja, und wie heißt der? Ich weiß nicht. Den obersten nehme ich immer. HP 4E8742 OfficeJet Pro 86. Das müsste der sein. Sag ich doch, das ist ja auch der, der oben steht. Hast du es mit Aus- und wieder Einschalten versucht? Mehrfach. Oh, den Computer, den Drucker oder mich? Wie willst du dich denn aus- und wieder einschalten? Schlafen. Ich habe keine Zeit mehr zum Schlafen. Oh, dang it. Ja, dann schick mir das. Ich guck das aus. Okay. Ja, also ich habe jetzt keine Zeit mehr zum Podcasten. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald. Danke für die Bounties.